das so weitergeht und nicht aufhört, dann überlebe ich diese Überfahrt nicht, weil ich einfach nichts esse. Ich glaube, dass es eine ganze Weile dauern wird, bis man wirklich realisiert, was man geleistet hat. Der Arsch gehört dem Boot. Immer. Wirst du die ganze Zeit weichgespült. Die ganze Zeit, ja. They're the first German women's team. You know, the whole world will be watching. Das soll uns an unser Ziel der Träume bringen. Ja, Martin, das ist natürlich mein Leben, was ich lebe und spüre, und ich mache es ja auch für mich. Ich finde das Rennen cool, er findet es nur blöd, dass ich es mache. Also ich konnte es nicht nachvollziehen, ich war ein bisschen überrascht. Nie im Leben würde ich sowas machen. Wir haben es nicht mehr gegen den Wind und gegen die Strömung gegen angeschafft. Warum geht alles schief? Everywhere we go, we can see the fire glow deep inside. We're going to head off to one of the biggest adventures on earth. It's time. Sie haben sich fürs härteste Ruderrennen der Welt angemeldet. Da sind sie jetzt drinnen, da müssen sie jetzt durch. Wir werden natürlich nicht einen Helikopter ausschicken, nur weil wer nicht mehr mag. Ich war die ersten 48 Stunden so seekrank, dass ich mich gar nicht bewegen konnte. Wir nennen sie liebevoll unsere Leiche. You have to get on the oars and run. Ihr habt euch für diese Reise entschieden und allein auf die Entscheidung könnt ihr stolz sein. Ich bin meiner Mutter eigentlich nie einer Meinung. Es ist schön, dass sie dabei ist. Du kannst nicht trainieren, dass du sagst, jetzt geht's los und jetzt sind wir im richtigen Rennen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr emotional werden.